Willkommen zurück zum ersten Teil dieser neuen Serie, in der wir über das Thema Männlichkeit sprechen werden. Die Teile werden jetzt nicht alle direkt hintereinander kommen, sondern ich werde immer mal wieder, wenn ich so einen Input habe, hier ein Video dazu machen. Das hier ist Teil Nummer 1 und in Teil Nummer 1 beschäftigen wir uns mit den häufigsten Stolpersteinen, die deine Entwicklung vom Jungen zum Mann verhindern in unserer heutigen aktuellen Gesellschaft. Ich zeige dir, worauf du aufpassen musst und wie du es schaffen kannst, dich vom kleinen Jungen hin zum attraktiven erwachsenen Mann zu entwickeln. Viel Spaß beim ersten Video. Also willkommen zurück. Schön, dass du wieder da bist. Wir reden über Männlichkeit, ein Thema, über das wir natürlich schon öfter mal geredet haben. Ein Thema, das ich auch in einem Buch, in meinem ersten Buch, die Zeus-Methode, deine echte Männlichkeit, verarbeitet habe. Und heute wollen wir mal über die größten Stolpersteine sprechen, die ja einfach verhindern, dass viele von uns heutzutage den Weg in Richtung Mann, in Richtung männliche Psyche gehen können. Und ich möchte mit der wahrscheinlich gefährlichsten Stolperfalle, die wir haben, anfangen. Und zwar sind das unsere Medien, so ein bisschen die mediale Welt, in der wir aktuell leben. Ja, zum einen solche Sachen wie Internet, Serien, Fernsehen, Radio, alles, was damit zu tun hat, alles, was in diesem Medienapparat mit drinsteckt. Und auf der einen Seite ist es natürlich eine total positive Sache. Also du hast Zugriff auf zum Beispiel meine Videos, du kannst dich weiterbilden, wie du das noch nie auf einem Level vorher so extrem konntest. Du kannst alles Mögliche an Informationen aus dem Internet beziehen. Unendlich viel kannst du dich weiterbilden. Du kannst dich mit Leuten austauschen von überall auf der ganzen Welt. Du kannst überall neue Leute kennenlernen, neue Freunde kennenlernen in der Theorie. Und die Möglichkeiten, die wir natürlich durch diese Vernetzung, durch das Internet und dadurch haben, dass wir alles zur Verfügung gestellt kriegen, ist natürlich enorm. Auf der gleichen Seite ist natürlich da der extreme Nachteil, dass du halt eben auch verloren gehen kannst in diesen Sachen. Und ich glaube, das ist niemandem von uns wirklich fremd. Und du kannst dir einfach mal überlegen, wie war es denn damals so, ich sag mal im 17. Jahrhundert, nehmen wir das mal als Beispiel, wo es halt von diesen Sachen noch überhaupt gar nichts gab. Du kannst natürlich auch einen späteren Zeitraum wählen, denn offensichtlich gab es nicht dann am Ende des 17. Jahrhunderts auf einmal Internet, das ist klar. Aber wie war es denn damals? Wir können uns das Ganze ja mal überlegen. Wenn du jetzt als Mann damals unterwegs warst oder als Junge auf dem Weg zum Mann werden, dann war es natürlich so, du konntest dich halt von den Problemen in deinem Leben nicht wirklich ablenken. Du musstest dich halt mit deinem Leben, mit deiner Lebensgestaltung auseinandersetzen. Du musstest dich halt mit der Welt und ihren Schwierigkeiten auseinandersetzen. Es ging ja auch gar nicht anders. Was gab es für eine andere Möglichkeit? Hartz IV hast du nicht bekommen, wo du dich hättest zurückziehen können, in nichts tun. Und es gab auch keine Ablenkung. Ne? Kannst du dir ja vorstellen, du sitzt dann zu Hause bei dir im Zimmer, ne? Du als Junge auf dem Weg zum Mann in diesem Fall. Und was machst du jetzt? Was willst du jetzt machen? Also, ne, was willst du tun? Du kannst dir vielleicht ein paar Mal einen runterholen, natürlich ohne Pornos, die gibt es ja da nicht, sondern mit deiner eigenen Vorstellung. Und das war es ja im Grunde auch. Du kannst vielleicht was lesen, wenn deine Familie irgendwas zu lesen da hatte, unter Umständen. Und das war's. Also ansonsten, du musstest kreativ sein, du musstest dich kreativ mit der Welt auseinandersetzen, es ging gar nicht anders. Und wenn du es nicht gemacht hast, dann musstest du zumindest einfach in deinem Zimmer oder wo auch immer rumsitzen und ja, dich mit den Emotionen beschäftigen, die daraus entstehen. Das müssen wir heutzutage ja gar nicht mehr. Ne? Also wenn du dir jetzt vorstellst, wenn du jetzt einfach mal einen Tag lang rumsitzen würdest bei dir zu Hause und nichts tun würdest, dann würdest du merken, dass dir A, sehr langweilig wird und B, auch sehr viele negative Emotionen hochkommen. Wahrscheinlich auch negative Emotionen, die damit zu tun haben, dass du nicht so wirklich weißt, wo ist eigentlich mein Platz im Leben? Wer bin ich als Mann? Wo möchte ich als Mann überhaupt hin? Und das sind Fragen, wenn die ungeklärt sind, ja, dann ist das ja unangenehm für uns. Ne? Da fühlen wir uns einfach nicht gut. Aber zum Glück, eigentlich zum Pech, haben wir heute die Möglichkeit, uns permanent davon abzulenken. Mit Dingen wie unserem Handy, mit Dingen wie dem Internet, mit Dingen wie Serien etc., dem Fernsehen an sich. Und wie gesagt, wir haben eben schon darüber gesprochen, dass das Ganze ganz viele positive Seiten hat. Und wenn man das Ganze klug und bewusst nutzt, dann kann man daraus enorm viele Vorteile ziehen. Ist ja klar, also ich glaube, es ist logisch, dass dein Handy A, dein größter Feind sein kann, wenn du die ganze Zeit an deinem Handy rumhängst, auf, keine Ahnung, Instagram, dir da noch das Leben der anderen anschaust, die anscheinend alle so ein geiles Leben haben. Aber dass dein Handy auch ein guter Freund sein kann, wenn du einfach in Kontakt mit Leuten sein kannst, wenn du Apps nutzen kannst, die dir zum Beispiel bei deiner Produktivität helfen oder dabei deine Ernährung zu tracken und zu verbessern. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, aber es gibt auch ganz viele Stolperfallen in unserer Technologie, in unserer neuen Technologie, die uns zur Verfügung steht. Das gleiche wie zum Beispiel YouTube. Du kannst natürlich den ganzen Tag auf YouTube verbringen, kannst den ganzen Tag in YouTube verloren gehen, nach dem anderen Video, einfach jedes Video, bam, 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 nächstes Video und nicht in deinem Leben vorankommen. Oder
Du nutzt YouTube, um Wissen dir anzueignen, denn es ist ja im Übermaß vorhanden. Du kannst dir alles an Wissen aneignen, was du dir aneignen möchtest. Und das ist halt eine Möglichkeit, die ist so unfassbar, so unglaublich, und eine unglaublich tolle Möglichkeit, die uns das Internet bietet. Aber eben auch diese Stolperfallen. Und ich glaube, die meisten Leute sind eher in diesen Stolperfallen unterwegs, als dass sie die Technologien wirklich sinnvoll nutzen können, denn sie haben eben so ein großes Suchtpotenzial. Ja? Die Entwickler dieser ganzen Sachen, wie zum Beispiel YouTube, Facebook und so weiter, die entwickeln das natürlich auch so, dass wir irgendwie süchtig nach werden, weil die wollen uns auf ihren Plattformen, die wollen, dass wir da sind, die wollen mit uns natürlich das Geld verdienen. Ne? Pornos, wir haben darüber geredet. Porno ist natürlich ein wunderbares Beispiel für all das, wovon ich hier rede. Diese extreme Überstimulation, ja, dieser Suchtfaktor, dieses sich ablenken von den Dingen, die nicht funktionieren. Und du kannst in der heutigen Gesellschaft mit unseren heutigen Möglichkeiten dich quasi 24 Stunden ablenken. Na, du kannst, sagen wir mal, irgend so einen Job annehmen, der dich jetzt nicht so richtig begeistert. Keine Ahnung, nehmen wir an, du wirst Autoverkäufer, aber du hast gar keinen Bock da drauf. Kannst du da dein Geld ganz entspannt verdienen, kannst dann nach Hause kommen und kannst dich für den Rest deines Lebens eigentlich mit all diesen Sachen, mit dem ganzen Tech zum Beispiel, gibt es natürlich auch andere Sachen noch, aber wir reden jetzt über die Technologie, kannst du dich halt unbegrenzt ablenken, ohne jemals an den Punkt zu kommen, dass du dich vielleicht fragst, hey, läuft das überhaupt in meinem Leben in die richtige Richtung? Wer bin ich als Mann und wo möchte ich als Mann hin? Und was dann halt passiert, wenn du das machst, und das machen ja wirklich die meisten von uns, wenn du auf dieser Ebene unterwegs bist, dann bleibst du eben auch in deinem eigenen kleinen Jungen stecken. Dann kannst du dich nicht zum Mann entwickeln, weil du jedes Mal, wenn Entwicklung stattfinden könnte, rennst du weg, zurück in die Ablenkung. Ne? Nochmal zurückkehren zu dem Beispiel unseres Mannes aus dem 17. Jahrhundert. Der kann nicht in Ablenkung fliehen. Der muss sich mit dieser Scheiße auseinandersetzen. Und mein Gott, war das damals Scheiße. Und damit musste er sich auseinandersetzen. Er musste kreative Lösungen finden. Er musste mit dem Leben ringen. Er musste auch mit den Frauen beispielsweise ringen. Und das hat ihn eben zu einem Mann gemacht. Zu einem Mann, der auf der einen Seite Kompetenzen hat, auf den man sich verlassen konnte, der mit der Welt umgehen konnte, sich Herausforderungen gestellt hat. Musste, er musste. Es ging ja gar nicht anders. Du konntest nicht, keine Ahnung, deine Hartz-IV-Freundin losschicken, die dir dann irgendwie das Bier vom Aldi holt, du musstest halt los und musstest zusehen, dass irgendwie deine Familie Essen hat, musstest ein Feld bestellen oder was auch immer. Und das ist natürlich auch harte körperliche Arbeit, die du heute zum Beispiel auch gar nicht mehr machen musst. Du musst dich heute nicht bewegen, ja? Du kannst dir alles nach Hause liefern lassen, das ist gar kein Problem. Du kannst auch von zu Hause aus arbeiten, gibt ja viel Homeoffice-Arbeit und könntest theoretisch auch von zu Hause aus selbstständig sein, so wie ich das auch zum Teil mache, ne? In meinen Online-Kursen und auch Büchern. Und von daher, die Möglichkeiten heutzutage sind total toll, aber man muss halt wirklich vorsichtig sein, denn die Versuchung ist größer als sie je vorher war. Die Versuchung ist größer, in diesen Sachen verloren zu gehen, als sie je vorher war. Und wir haben ja schon oft darüber geredet, Internetpornografie ist zum Beispiel ein gutes Beispiel dafür. Ne? All diese Sachen sind einfach, die überstimulieren dich so sehr, die ballern so sehr Sachen in dich rein. Hier ein Porno, da ein Porno, nackte Frau, hier ein interessantes YouTube-Video, da wieder ein Video, hier Facebook, da noch was gepinkt, Instagram, hier, guck dir das an, guck dir meine Story an, bam, 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 bam. Das überflutet uns eben so sehr, dass wir niemals zu dem Punkt kommen, uns zu fragen, wie geht es uns eigentlich mit unserem Leben? Wer sind wir eigentlich als Mann? Und deswegen kann ich zum Beispiel sowas wie den 10-Tage-Meditationsrückzugskurs, auf dem ich war, nur empfehlen. Ne? Wenn du jetzt nicht weißt, wovon ich rede, ich habe da mal ein Video zu gemacht, kannst ja mal bei YouTube eingeben, Tim Anderbolzen, Meditation, und dann findest du das. Aber um es kurz zusammenzufassen, ich war 10 Tage in so einem Meditationscamp, wo wir wirklich 10 Stunden am Tag meditiert haben. Das heißt, du machst im Grunde nichts, außer dich auf deinen Atem und andere Dinge zu konzentrieren. Wir durften mit niemandem sprechen, wir durften nicht schreiben, wir durften nicht lesen. Wir haben nur veganes Essen bekommen, was übrigens sehr, sehr lecker war. Und wir hatten einen festen Tagesablauf mit Schlafen gehen und so weiter. Sport durften wir auch nicht machen. Das heißt, und unsere Handys, offensichtlich durften wir unsere Handys nicht haben, die haben wir am Anfang abgegeben, aber ich denke, das ist nach den anderen Regeln bereits klar geworden. Und das war halt wirklich so eine komplette Abkehr und wir dürfen uns keinen runterholen. Die einzige Regel, die ich leider gebrochen habe am 8. Tag oder so, weil ja, es ging einfach gar nicht mehr. Und das war einfach ein kompletter Ausstieg aus dieser Stimulusgesellschaft. Und das hat was mit mir gemacht, das hat mich verändert, das hat mich weiterentwickelt von einem Jungen, der dachte, oder sag ich mal so, von einem Jungen, der immer die sofortige Belohnung wollte, der immer, ja, oh, ich will die ganzen Sachen und ich will sie jetzt und ich will sie unendlich konsumieren, der einfach nur konsumieren wollte, zu einem eher Mann. Natürlich ist es nicht so, du bist ein Junge, gehst zum Meditationskurs und bist dann ein Mann, das ist ja eine graduelle Entwicklung, aber hin mehr zu einem Mann, der wirklich, ja, in Ordnung damit war, wenn er auch mal eine Weile nicht das bekommen hat, was er haben wollte. Und naja, wir brauchen halt die Fähigkeit, Belohnung aufzuschieben. Weil wenn du nicht in der Lage bist, Belohnung von jetzt auf später aufzuschieben, wie willst du dann jemals irgendwas erreichen?
Wie willst du dann jemals kompetent werden? Und wir haben ja eben darüber gesprochen, dass eine wichtige Eigenschaft eines Mannes, ich habe es kurz angerissen, ist, dass du kompetent bist, dass du eine gewisse Kompetenz hast. Und hier ist es wirklich egal, in welchem Bereich du kompetent bist. Also du kannst ein super toller Handwerker sein oder ein total guter Uni-Professor oder was auch immer. Es ist egal, ob es eine mentale Sache ist oder ob es handwerkliches ist, aber es geht darum, dass du eine Kompetenz hast als Mann, dass du wertvoll sein kannst für die Welt, dass du ein Geschenk hast, das du in die Welt geben kannst. Und diese Kompetenz kannst du eben nur durch einen Prozess von Fehlschlägen entwickeln. Eine Kompetenz entwickelt sich von Zeitpunkt A hin zu Zeitpunkt B und diese beiden Zeitpunkte liegen auseinander. Ne? Und wenn du aber durch diese ganzen Stimulieren und sofort die Belohnung und sich immer ablenken, dadurch verlieren wir die Fähigkeit, Kompetenz zu erwerben, weil wir nicht in der Lage sind, das Jetzt zu opfern für eine potenzielle Zukunft. Und wenn ich sage, das Jetzt opfern, dann meine ich nicht, dass du nicht im Jetzt leben sollst, vom Bewusstseinszustand her, das ist ja auch nochmal so eine Sache. Nein, sei ruhig im Jetzt anwesend und genieße das Jetzt. Aber natürlich musst du im Jetzt auch Dinge tun, die einfach dafür sorgen, dass hier in der Zukunft eine Veränderung stattfindet. Und das geht dann eben nicht mehr, wenn wir uns nur in diese Ablenkung begeben. Und das ist einer der größten, oder ich sage, was ist einer der größten, ich würde sagen, das ist die allergrößte Stolperfalle, den wir Männer und Jungs und in dieser Gesellschaft stellen müssen in dieser heutigen Zeit. Und es wird natürlich immer krasser, offensichtlich. Das ist dir wahrscheinlich aufgefallen. Die Technologien werden immer extremer. Wenn du schon mal so eine Virtual Reality Brille aufhattest und gesehen hast, was das mittlerweile schon kann und wie cool, das ist wirklich cool, ne? Wie cool das auch ist, kann man sich auch gut vorstellen, dass wir irgendwann in einer virtuellen Realität leben, wo alles auf Fingerschnips verfügbar ist. Und es wird einfach nur noch extremer. Und das ist an sich nichts Schlimmes, aber unser Umgang damit ist sehr, sehr fragwürdig. Und als Aufgabe für dich hier nach diesem Video, überleg dir einfach mal selbst und schreib es mir auch gerne in die Kommentare, wie ist so dein Verhältnis zu den Medien, zu unseren technischen Möglichkeiten? Wo hast du vielleicht Stolperfallen, in die du gerätst? Vielleicht auch welche, die ich jetzt gerade nicht erwähnt habe. Instagram, Facebook, Internet an sich, Handy, Smartphone auf jeden Fall. Ja? Die Werbung, die gerade immer im Fernsehen läuft, machen uns Handys wirklich smarter? Sehr, sehr gute Frage. Schau einfach mal bei dir selbst, mach mal so eine Art Inventur. Schreib mir gerne in die Kommentare, wie das bei dir aussieht. Und dann werden wir in den nächsten Videos dieser Reihe über weitere Themen sprechen, die wichtig sind, die du verstehen musst, um von Jungen zu einem Mann zu werden. Ne? Und nur noch mal kurz, um das zusammenzufassen: Was ist jetzt das, was ich dir sage? Was möchte ich dir jetzt sagen? Wie kommst du von einem Jungen zum Mann in dem, was wir gerade besprochen haben? Du musst natürlich jetzt nicht losgehen und einen Meditationskurs machen. Das kannst du machen, ist sehr hilfreich, kann ich nur jedem Menschen empfehlen. Aber zum Beispiel solche Dinge wie, und das empfehle ich auch, Meditation, tägliche Meditation. Meditation ist ja auch nichts anderes als nichts zu tun. Ja, setz dich ruhig mal der Langeweile aus. Mach ruhig mal eine Detox-Woche, wo du einfach kein Fernsehen guckst, kein Internet, dein Handy vielleicht nur für das Nötigste benutzt. Geh mal mehrere Stunden in den Wald. Auch eine Sache, die ich oft schon gemacht habe, dass du in den Wald gehst, so für 4, 5 Stunden, dir einfach so einen kleinen Steinkreis baust im Wald und dann dort verbleibst. Einfach 4 bis 5 Stunden und einfach nichts tust, auch wenn dir langweilig wird. Bleib dabei, bleib bei dieser Langeweile, bleib bei diesen negativen Emotionen. Geh rein in diese negativen Emotionen, lenk dich nicht davon ab, setz dich damit auseinander und das ist das, was du tun musst auf deiner Reise von einem Jungen zu einem Mann. Stell dich Herausforderungen. Das machen wir in den Coachings, wenn wir Frauen ansprechen, wenn wir von Leuten ansprechen. Stell dich Herausforderungen, das ist eine gute Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, zieh dich so ein bisschen aus der Welt zurück, geh in sogenannte Askese. Das ist dann sowas wie der Meditationsrückzug oder der Waldrückzug. Das sind die beiden besten Möglichkeiten, die du nutzen kannst, um von einer jungen Psychologie und einem Jungen an sich zu einer männlichen Psychologie, einem Mann an sich, dich weiterzuentwickeln. Wie gesagt, wir werden in weiteren Videos mehr darauf eingehen. Ich freue mich erstmal, dass du hier warst. Ganz, ganz wichtiges, elementares Thema. Natürlich auch, wenn wir über den Bereich Erfolg mit Frauen reden. Ich hoffe, das ist klar, dass es da eine Verbindung gibt und wie die aussehen könnte. Frauen wollen natürlich nicht den kleinen Jungen, sondern wollen den attraktiven, erwachsenen Mann, auf den sie sich verlassen können. Und im Grunde möchtest du das wahrscheinlich auch, wenn man mal ehrlich zu sich selber ist. Deswegen werden wir uns in den kommenden Videos auch weiterhin um dieses Thema kümmern. Schön, dass du dabei warst. Übermorgen sehen wir uns wieder. Hier abonnierst du den Channel, auch die Glocke drücken. Hier kannst du dich für ein Coaching bewerben und kommst aktuell auf die Warteliste. Ich melde mich dann Anfang Mitte März bei euch. Und hier kommst du zu einem weiteren Video mit Tipps für deinen Erfolg mit Frauen. Unbedingt draufklicken, vorbeischauen, wenn du bis hierhin geschaut hast. Übermorgen sehen wir uns wieder. Bis dahin. Ciao.